Moin Moin an alle. Das ist ja der Gruß hier im Norden. Heute wird es sein Calcium Carbonicum in unserer homöopathischen Mittelreihe. Der Kalk der Austernschale. Ein wunderbares Mittel auch in der Kinderheilkunde. Generell behandeln wir mit Konstitutionsmitteln ja immer unseren inneren Kern, auch unser inneres Kind genannt. Hier geht es darum, unsere Struktur, unsere Basis, unser Fundament zu stärken. Das bedeutet, über die Konstitutionsmittel bekommen wir immer grundsätzlich mehr Energie, mehr Freiheit oder auch mehr Schutz, wie es bei diesem Mittel der Fall ist. Calcium Carbonicum ist ein Mittel für Schutz und Hülle. Hier geht es darum, Ängste zu behandeln, ähnlich wie bei Pulsatilla, die Prinzessin, hatten wir ja gestern. So ist hier der Calcium-Carbonicum-Mensch träge, eigensinnig und manchmal auch lahm oder motivationslos. Der puzzelt so vor sich hin. Der macht und tut und lebt so in seiner Welt. Er kann auch freundlich sein, wenn man ihn freundlich anspricht. Aber grundsätzlich ist genau wie bei Pulsatilla das Fell, die Schale, zu dünn. Also, er ist, kann schlecht mit Kritik umgehen. Also, wenn man ihn kritisiert, muss man das vorsichtig machen, freundlich machen und ihn auch motivieren und überzeugen. Der Calcium-Carbonicum-Patient braucht immer eine Motivationsquelle. Immer irgendetwas, was ihn antreibt oder was ihn aus seinem Schneckenhaus herauslockt. Es sind halt Kinder, die sind, naja, mit wenig Widerstand unterwegs. Sie spielen gerne für sich alleine und sie sind pflegeleicht und manchmal neigen sie auch zum Dickwerden. Also das geht natürlich genauso für Erwachsene. Und wie gesagt, sie sind ein wenig träge, auch im Stoffwechsel. Und sie strengen sich nicht so gerne an. Und Calcium Carbonicum verschafft ihnen eine bessere Hülle, ein dickeres Fell und somit auch mehr Schutz. Es reduziert Ängste. Ängste, sich dem Leben zu stellen, seine Aufgabe zu stellen und seiner Verantwortlichkeit. Also auf den ersten Blick erscheinen diese Menschen zufrieden. Aber man darf sich von diesem Schein nicht trügen lassen. Sie wirken einfach nur zufrieden, weil sie sich nicht anstrengen. Und wenn man sie dann in Wallung bringen will, dann sind sie meistens erschreckt, verängstigt und verwirrt. Und das ist nicht gut für die Menschen und auch natürlich nicht für ihr Umfeld, weil sie bleiben weit hinter ihren Möglichkeiten. Durch die Gabe von Calcium Carbonicum und hier bitte genauso abfragen, entweder C30 einmal täglich 2 Wochen, nein, besser 3 Wochen. Und die C200, die kann man auch 3-mal die Woche geben, wie üblich, aber dann bitte 4 Wochen. Also das dauert, bis dieser Mensch sich verändert und in Wallung kommt, über sich hinaus wächst und die Welt erobert, weil er einfach einen besseren Schutzpanzer hat. Das dauert also gerne 4 Wochen. Ein tolles Mittel, um stärker zu werden, um mutiger zu werden, um tapferer zu werden. Und entweder ist es Pulsatilla oder Calcium Carbonicum. Die Mittel haben durchaus eine Ähnlichkeit. Ich hoffe, das verständlich erklärt zu haben und freue mich schon auf den morgigen Termin. Also einen guten Wochenanfang an alle und bis bald.